ist noch nicht da. Noch nicht wirklich. Kommt auch nicht. Wir haben jetzt knapp 120 Kilometer gefahren. Ja, Deutschland, Straßen sind voll. War ja klar. So ein bisschen stocken. Das wäre geil hier. Die Assistenten so alle ausprobiert. ACC ist der Wahnsinn. Du feierst das voll. Ja, das ist so geil. Ich fahre ja auch nicht schnell. Also ich bin echt 120, 130 so. Aber natürlich da, wo ich ein bisschen kann, drücke ich, weil der Multi erwartet. Wir sind ja so ein Ticken zu spät. Wir haben jetzt noch 4 Stunden bis nach Stuttgart. Echt so lange noch? Eigentlich nicht. Das wird sich nachher ändern, weil wir haben 320 Kilometer zu fahren. Wie findest du unsere kalten Getränke, Alter? Sehr gut. So ein Kühlschrank ist der Wahnsinn. Und das ist ein Muss. Auf so einer längeren Strecke. Ich schätze mal, die 4 Stunden fahren wir dann durch und dann beim Multi treffen wir uns ja. Richtig. Können wir ja mal Multi kennenlernen. Den nenne ich dich umsonst Multi. Und danach fängt die Reise an. Kriegen wir auch ein Walkie-Talkie. Genau. Wir fahren ganz normal nachher durch Österreich. In Österreich, klar. Slowenien. Ja. Kroatien. Achso, Serbien. Serbien. Mazedonien. Richtig. Griechenland. Genau. Achso, ich dachte, ich fahre eine andere Strecke. Nein. Ah. Wie kommst du darauf? Weiß nicht, dachte ich. Nee, normal fahren wir über Passau raus. Ja. Aber diesmal fahren wir über Salzburg. Weil wir uns ja mit Multi treffen. Wollten wir ja gemeinsam fahren. Aber es ändert sich ja trotzdem nichts an den Ländern, durch die wir fahren. Bist du schon im Urlaubsfeeling? Nee, noch nicht. Gar nicht. Ist noch nicht, ne? Nein. Ist so, als würdest du jetzt irgendwo hinfahren. Also. Es ist voll kalt. Es ist die ganze Zeit 13, 14 Grad. Es war richtig kalt. Ja. Gestern Abend fand ich das auch sehr kalt. Genau. Und ich hier voll kurze Hose, T-Shirt. Man hätte Pulli und lange Hose anziehen müssen. Aber es sieht doch schon schön aus draußen. Nachher wird bestimmt die Sonne. Ja, ich hoffe mal. Wir haben ja 8 Uhr morgens. Ne? Ja. Die gehen. Jetzt haben wir schon 18 Grad. Das ich hoffe mal, dass wir irgendwann mal die 20 knacken. Wenn wir mich in Deutschland verlassen. Wahrscheinlich. Warte mal, wenn wir raus sind, dann gehen die Temperaturen bestimmt hoch. Meinst du? Ich glaube schon. Ja, ist mir egal. Immer wieder stockend und immer wieder geht's dann. Ja. Oh, lololololol, schon wieder. Oh, Radar, schon wieder. Was, oh mein was Gott. Was geht heute ab? Achso, ich war 110 und bleibst 100. 120 war ich. Also alles im Rahmen hier. Er macht alles selber. Seit 2 Stunden mache ich das schon. Ich weiß nicht, ob man das sieht jetzt. Ich bin nämlich hier ein bisschen so, genau. Ich muss sagen, mit der Spurassistent und mit ACC, beides zusammen, Traumfeature. Guck mal, der bremst wieder ab. Ich fahre so. Eingestellt auf 150, habe ich noch nie gesehen. Also heute nicht. Also die Leute, die das nicht kennen. Normalerweise ist er auf 150 eingestellt, das Auto. Aber wenn derjenige vor mir jetzt wie in dem Fall 100 fährt, fahren wir auch 100. Hm. Beschleunigt der, sagen wir mal, auf 150, würden wir auch 150 fahren. Weil du das ja voreingestellt hast, ne? Und jetzt fahren wir 120. Guck mal, der ist jetzt vor mir gekommen, jetzt achte, was passiert. Zack, bremst er direkt ab. Ja, und der hat natürlich so eine Distanz, ne, die er dann immer einhalten muss. Das könnt ihr natürlich einstellen. Also ich find's geil. Los. Stopp, wir sind irgendwo in Stuttgart, keine Ahnung wo. Erst einmal Rast gemacht und Auto geht's gut hier. Multi ist auch hier irgendwo. Und wenn wir jetzt auch zum ersten Mal kennenlernen hier. Siehst du über mich her? Immer doch. So, einmal durchchecken, alles in Ordnung. Sieht doch gut aus. Boah, schön. Schön, 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 schön. Immer mal durchchecken, ne? Sicher ist sicher. Jetzt fahren wir Richtung Salzburg, da waren wir auch vor kurzem noch. Wie geht's dir? Alles gut, selber. Auch gut. Hey Multi, hast du eigentlich den Wagen mal durchgecheckt und so? Nö. Ja, der sieht aber verdammt tief aus, ne? Tiefer gelegt. Ah, der ist aber nicht tiefer gelegt, ne? Boah. Ne? Normal, die Kinder sind schwer, es ist mein Kaffee. Das ist, was für ein Auto? Das ist ein Passat, 1,5 Jahre alt. Ja. 150 PS, TDI. Ja. Nichts Besonderes. Ja. Mit Multi fahren wir dieses Jahr in den Urlaub und teilen uns sogar eine Villa, ne? Genau. Und du hast gesagt, du willst mich überall hinbringen.
Genau. Wollen wir sehen. Das werden wir sehen. Ja. Wir haben alles dokumentiert. Also, Walkie-Talkies wolltest du schon reden. Ah, ja, stimmt. Was für Profi-Dinger sind das denn? Also, Kenwood. Genau. Wir machen mal einfach mal den letzten hier. Hallo, hallo. Alles klar. Gut, also, du kannst rüber. Das ist ja Polizeifunk, Mann. Das ist ja geil. Wie oft bist du schon in die Türkei gefahren? Jedes Jahr. Jedes Jahr? Stimmt eigentlich. Wo ich das erste Mal gefahren bin, sind wir zusammengefahren. Ja, damals hast du dank mir auch sogar eine richtig coole Villa gehabt hier. Ja, Präsidentenvilla hier. Ey, wir waren neben dem afrikanischen König. Ja, ja. Weißt du noch, wo die ganzen Autos gekommen sind? Ja. Ist doch, was ist denn hier los? Und dann steigen wir voll die Kanten raus, aber so bestimmt locker über 2 Meter, alle. Und dann war da einer im Weiß und das war der König. Wird die Strecke so sein? Also laut dem Funk ist jetzt schon mal die Grenze zwischen Kroatien, Serbien schon mal extrem voll. Alternativrouten werden schon über Funk durchgegeben. Ich hoffe mal, bis wir dort sind, dass es sich entspannt hat. Das sind wahrscheinlich die wo gestern nach dem Schulferien jetzt gestartet hat, sofort losgefahren sind. Ja. Jetzt schauen wir uns an, wir hören ein bisschen Funk und Alternativrouten gibt es ja auch und dann werden wir entscheiden. Ja. Ich bin ganz entspannt. Warum? Weil ich hinterher fahre. Wahnsinn, was der Typ macht. Er war früher LKW-Fahrer. Also der fährt jetzt die Strecke durch, ne? Das ist kein Witz. Und ich habe ja Eidosch dabei, weißt du, wir wechseln ja ab. Aber du wechselst ja gar nicht, oder fährt die auch? Seltener. Ja? Ja. Also du fährst jetzt durch. Ja. Guck mal, wie topfit der ist. Red Bull und dann machen wir das. Warte, ey, ich will auch seinen Hut haben. Ja. Warte, ich hab dir einen. Ach ja. Ja, natürlich. Echt? Oh. So will ich jetzt rumfahren. Jetzt fahren wir erstmal bis Salzburg an die Grenze und dann schauen wir mal, wie es dort aussieht und dann weiter Richtung Slowenien. Okay. Ey, fahr langsam, ne? Ich fahr ganz gechillt. Mach mal irgendwas auf hier. Wir gehen einen Kanal zurück. Ein Kanal zurück. Das ist dann der hier, oder? Hörst du mich jetzt besser? Ich höre dich jetzt sehr gut. Aber wenn andere Leute drin sind, machen wir immer so, dass wir einen Kanal zurückgehen. Wir machen jetzt auf den letzten 15 jetzt auf hier. Okay, hab's ja nicht verstanden, aber egal. Können wir schon mal Stopp machen? Ja, also wir fahren nicht. Fahr die nächste Tankstelle. Achso, ey, ich wollte noch tanken. Warte, lass mich tanken. Voll tanken. Ganz kurz. Dann fahren wir mal und dann mal gucken, wo wir den nächsten Stopp haben. Ja, lass uns mal Navi einstellen. Ja, mach du mal. Ey, sie ist echt ziemlich gut aus. Irgendwas sagen? Ja, du siehst aus jetzt so wie... Ey, warte mal, wo ist er denn hergefahren? Rechts, ne? Ich weiß es nicht. Guck. Warte, wir haben noch das hier! Ja, Mann, frag ihn mal. Multi, Mann, bist ja. Du rechts und dann geradeaus Richtung München? Ich bin gleich rechts gefahren, aber ich weiß gar nicht, Navi hat mich jetzt hier rechts, aber ich habe das München-Schild noch nicht gesehen. Ne, München ist da vorne. Doch, doch, ist schon richtig. Ne, sieht schon richtig aus. Also, hier ist ganz gechillt waren wir. Ist so, ja, ich war immer so 120, 130. Also, ah, ich war immer 170, 200. Ich meine, wenn man Urlaub fährt, muss man chillig fahren. Ja, Deutsch. So ist es. Also, wir kommen gut durch. Ich weiß nicht, wo bist du denn? Was lachst du? Dann soll man einen auf Pilot machen. Morgen, die Zeit hier los. Freitag Feierabend machen und ja. Dann losfahren und so. Boah, ich meine, wenn es noch eine Steigerung gibt, dann weiß ich auch nicht. Ist das so? Hat mir doch geflogen. Scheiße, da ist ja was. Sauna. Das sind die Piloten. Wow. Er kommentiert jedes Auto. Ja, der Porsche ist echt geil. Guck dir diese Berge an. Stau, aber ich sehe nichts. Das ist doch eine schöne Nachricht hier. Bei mir sieht hier alles rotmäßig aus, aber schön. Einmal im Leben Glück haben. Aber schade, Stau hätte ich schon gerne gesehen. Habe ich heute gar nicht gesehen.
ich drück dir die Daumen, du bekommst es bestimmt. Wahnsinn. Wieder Stau. Rechts läuft auf unserer Seite auf einmal nicht mehr. Wir sind seit 7 Uhr unterwegs. Wir haben 17 Uhr und sind immer noch in Deutschland. Und wir brauchen immer noch 1,5 Stunden für 89 Kilometer, weil wir wieder Stau haben. Also ich bin ja so oft in die Türkei gefahren und wir sind immer, immer abends gefahren. Ist ein Tipp von mir, fährt abends, falls ihr jetzt die Strecke nochmal vor euch habt. Wieder Stau, wieder 17 Minuten. Es waren gerade 10 Minuten, jetzt 17 Minuten und das geht ganze Zeit so. Haben wir das hier erreicht, fertig. Ach, hier ist auch nochmal Stau. Und das ändert sich ja immer. Ach. Österreich. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder da. Ja. Oh, das ist diese Kontrollstelle, ne? Da, da vorne. Schon 12 Stunden unterwegs und jetzt so langsam, muss ich sagen, ist, so Verkehr ist jetzt, seit wir Deutschland verlassen haben, echt sehr, sehr gut. Ja. Da hast du vermisst, oder? Natürlich habe ich vermisst, klar. Aber da hoch runterfahren eher weniger wahrscheinlich. Es war schön. Aber es war schön. Jetzt der eine oder andere jetzt neu hier zuschaut und nicht weiß, worüber ihr reden. Wir sind noch vor 2 Wochen hier in Rallye gefahren. Genau. 5 Tage lang. Durch Österreich. Durch diese Berge. Auf diese Berge. Durch, auf, daneben. Alles Mögliche daneben. Ja. Immer wenn du müde bist, fahr ich. Sag Bescheid, wenn du müde bist. Ich fahr schon. Bist du einer, ich bin müde. Ey, ich hab noch nicht geschlafen. Nein, nein. Fahr du lieber. Das kennen bestimmt viele. Oder? Ja. Da war ich. Da oben auf der Spitze, guck mal, ja, der ist ziemlich spitz. Da war ich. Sonne drauf strahlen, die sieht jetzt voll schön aus. Wow. Also kann doch nicht sein, ich war vor einem Monat noch bei der Inspektion. So hast du ihn nicht. Bist du allein, das ist nach der Inspektion passiert. Die haben die Abdeckung nicht richtig drin. Oder festgebunden. Mhm. Karawanentunnel. Karawanentunnel. Fast 8 Kilometer. Pannenbucht belegt. Also hat jemand eine Panne da drin, ne? Stand da. Was ist das denn? Boah. Mach rum, sagst du? Ja, machen wir, ne? Oje. Und dann geht's nicht gut. Oje. Autorand. Wir sind in Slowenien. Was wir jetzt auf jeden Fall probieren werden, gleich, Airbus. Ist? Ey, der verbraucht gar nichts, so also nebenbei, ne? Also, wir haben zwar gerade für 2 Euro getankt. Hör auf, ey. Aber der geht nimmer so. Genau. In Slowenien müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr kommt, Kaffee probieren. Ajdoš, ja. Wir sind so dumm. Warum? Nein, du hast nur Massage an. Ich hab's nicht mal an. Tatsächlich ja, nicht. Aber wir haben doch gekühlte Sitze. Aber warte mal, ganz ehrlich, so warm waren wir jetzt noch nicht. Doch, mein Rücken ist doch schon nass. Oh mein das Gott. Das merkst du sofort, ja, ne? Ja, am Rücken. Richtig, das ist das echt merkst angenehm. Das merkst richtig, voll angenehm jetzt. Total. Okay, ich mach Klima mal aus. Ja, genau, ich will das jetzt mal wissen. Ja, jetzt wirst du es nicht sofort merken, aber ist ja, bei mir ist das ja schon ein bisschen. Also feucht? Oh ja, aber oh, richtig. Ja, du hast schon ein bisschen. Deswegen habe ich das auch so. Ist aber nicht gut jetzt, ne, wenn du das hast, direkt am Rücken. Ja. Nee, mach das mal lieber jetzt. Ja, das kriegst direkt dass ich einen weg. Kann, ne? Ja, muss ich nachher noch fahren hier. Hallo? Deswegen. Richtig, dass wir daran nicht gedacht haben. Ja, wir haben tatsächlich nicht dran gedacht. Aber Hauptsache die ganze Zeit Massage an. Habe ich nicht gehabt? Ja. Wie ist es jetzt bis jetzt?
In Deutschland war sehr viel Stau, aber ja, hier läuft es wenigstens, ja. Das war bei uns eigentlich ein bisschen zum Verzweifeln. Aber richtig, also das war Wahnsinn. Da bin ich gar nicht vorangekommen. Ja. Österreich einfach durchgefahren. 2,5 Stunden, nicht mal. Slowenien sind wir auch schon fast durch. Ah ja, klar. Ja? Jetzt, und jetzt kommt schon Kroatien. Ja, Zagreb haben wir jetzt, glaube ich, nur eine Stunde noch. Mhm. Ja, jetzt sind wir 10 Stunden schon unterwegs, ja. Also ich zumindest. Wir sind seit 7 Uhr unterwegs. Mhm. Krass, wie schnell das geht. Ja, geht aber jetzt mal gut voran, das macht jetzt Spaß. Ja, auf jeden Fall. Hauptsache nicht stehen. Ja, und jetzt auf jeden Fall Kaffee trinken, ey. Glaubt es nicht. Alle Tankstellen sind voll, alle Raststätten sind voll. Aber egal. Dein Audi hält tapfer durch, die Motorabdeckung unten. Ah, unten, echt? Ja, ich schätze mal, haben die bei der Inspektion nicht richtig festgemacht. Bei den VW-Händlern muss man ja hier, so wie es aussieht, alles nachkontrollieren, oder ja, was? Ja, kann mal passieren. Bei Kfz-Fuzzi bringen. Quatsch, also nicht bei mir, aber ist ja nichts Wildes. Aber sonst hast du ja keine Probleme, ne? Das sieht eigentlich in Ordnung aus. Ja, unten, von hinten sieht man das auf jeden Fall. Flattert da ein bisschen, ja. Ja. Gut, jetzt trinken wir auf jeden Fall Kaffee. Aber jetzt machen wir ein bisschen Pause, ne? Eine halbe Stunde. Können wir machen, ja. Halbe Stunde, machen wir Pause jetzt. Wir haben noch keine richtige Pause gemacht, ne? Ja. Aber was heißt, natürlich konnten wir auch keine Pause machen, weil wir saßen hier die ganze Zeit im Auto und haben nur Stau vor uns gehabt. Mehr nicht. Aber jetzt kriege ich so langsam Urlaub-Vibes, so, ne? Ja, ich finde es auch schon, macht schon Spaß. Ja, wenn du das so siehst hier, wie schön das hier aussieht. Jeder fährt in Urlaub. Voll Schotter vor mir so. Einer, du hast Dolma gemacht. Sarma. Also sagt man nicht Dolma auch dazu? Dolma sagen manche auch, aber ich finde Dolma, es sind immer diese großen Bibers. Okay, mal gucken, wie es schmeckt. Also, es ist typisch Sılajobu-Essen. Gib mir auch mal eins hier. Mm. Multi hat auch Note gut gegeben. Die Leute, die das nicht kennen. Sag mal, was kannst du hier? Aha. Und das ist so eine Reis-Bulgur-Füllung. Manche machen es nur mit Reis. Ich habe es mit Reis und Bulgur gemacht. Schmeckt echt gut. Hammer. Mhm. Ja, viel Toast. Okay. Ja. Na, gib mir mal noch ein paar. Komm. Und bist du zufrieden? Mit dem Kühlschrank? Ja. Hammergeil. Ich werde dir noch später noch alles zeigen, auch unten verlinkt, wenn ihr hier seid, Kaffee trinken, Leute. Dann bist du ja gleich wach. Wir haben auf jeden Fall Fenster vorne sauber gemacht, Scheinwerfer nochmal sauber gemacht und jetzt fahren wir Richtung Zagreb erstmal weiter. Zagreb. Genau. Ist denn die Fahrt für dich bis jetzt? Bisher super. Weil hinten haben wir echt sehr viel Gepäck. Wir beide wiegen ja auch nicht wenig. Und die Federung ist Wahnsinn. Obwohl wir 20 Zoll haben, das ist so geil abfedern. Ist aber Luftfahrwerk, ist ja klar. Sehr zufrieden. Ja, ich auch. Fährt sich gut. Man fühlt sich nicht so kaputt von der Strecke, weil es einfach komfortmäßig alles vorhanden ist. Wir chillen noch hier ein paar Minuten und dann fahren wir los. Alles klar. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Echt, die halbe Stunde hat uns gut getan. Ja. Schon mal einen Kaffee getrunken. Kaffee. Ich liebe Slowenien, Kroatien, Serbien. Sag ich immer. Liebe ich. Kaffee. Die machen genau Kaffee nach deinem Geschmack. Nach meinem Geschmack. Ehrlich, genau. Es ist so. Ich liebe das. Navi haben wir jetzt nicht angemacht. Also wissen wir jetzt gar nicht, wie wir fahren müssen. Das Auto. Sabrent, dann Route starten. Das ist so 3 Stunden, glaube ich, gewesen. Ich hoffe, hier ist keine Mücke im Auto. Ja, wenn. Ja, 1,5 Stunden, nicht mal. 2021, das Gute dran. Wir fahren auf jeden Fall nachts jetzt. Kroatien durch, Serbien durch. Mazedonien ist bestimmt schon hell. Was heißt nicht mal, Serbien wird es auch bestimmt hell. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich denke, Mazedonien wird so gegen morgen so sein. Ja. Ne? Ja, also, oder vielleicht schon hell, ja. Ja, das wäre auch schön. Mazedonien hell. Müssen wir hell sehen. So schön. Ne, viele verstehen das nicht. Viele denken, boah, guck mal, der ist voll müde, der fährt. Nein, mach ich nicht. Eiderschwert, ich fahre. Eiderschwert, ich fahre. Genau. Ja, also, ihr glaubt es nicht, wenn man so eine Fahrt macht, wenn man dann 1 Stunde schläft, das ist Wahnsinn. Das tut super gut. Oder einfach mal eine 1/2 Stunde Bewegung, ist auch geil. Deswegen, alles ist gut. Wenn wir müde sind, können wir eh nicht fahren. Ne? Ich gefährde dann Leute hier. Das geht natürlich nicht. Es gibt dann Leute, die fahren über Bulgarien, die anderen fahren über Griechenland. Wir sind halt die Griechen, sag ich mal. Weil ich liebe Griechenland. Natürlich, ne? Also nichts gegen Bulgarien, ist auch schön, die Strecke. Aber ich weiß nicht, allein, wenn man über Griechenland fährt, das sind 180 Kilometer mehr. Genau. Aber
Ihr seht so schöne Ortschaften wie Mazedonien und Griechenland. Das ist unglaublich. Allein deswegen. Und wir haben immer wieder Glück gehabt, dass irgendwo die Grenzen Griechenland immer frei sind. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der Grenze. Da bin ich mal gespannt, ob es doch Slowenien-Kroatien-Grenze gibt. Ich sag ja, Aldo sagt nein. Und was wetten wir? 50 Euro. 50 Euro? Ja. Okay. Will ich aber gleich bar Cash auf die Kralle haben. Die sind beide in der EU, warum soll da eine Grenze sein? Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. 50 Euro. Okay. Wenn ich Pass zeigen muss, 50 Euro. Okay. Okay. Alles klar. Seid Zeugen. Hi, ich wollte eine Pizza bestellen. Thunfisch, klein, mit Tabasco. Die Pizzeria hat heute geschlossen. Dann ein Döner. Der Spieß ist leider schon leer. Wir haben nur ein bisschen Fleisch von gestern, wenn du willst. Ich nehme auch altes Fleisch, kein Problem. Okay, alles klar. Ich werf dir gleich aus dem Fenster raus. Mach Mund auf. Mach ich. Ah. Sieht aber immer noch gut aus für mich. Free Passage, siehst du? Freie Durchfahrt. Ja, aber das ist Slowenien. Aber jetzt sind wir in Kroatien rein. Jetzt musst du nur, glaube ich, Dings ziehen, die Ticket ziehen. Meinst du? Ich glaube, das war ja PayTal. Jo. Ja, okay, du hast gewonnen. 50 Euro. Ja? Ja. Yeah. Gib die Hand. Okay. Und hast jetzt deine 50 Euro. Ah, ja, muss natürlich auch sagen. Gut, dass das ganze Geld jetzt weiß. So, ich habe gerade, wir haben gerade die Hände geschüttelt. Also er hat akzeptiert, dass ich gewonnen habe. Genau, ja, weil wir sind hier, nicht, dass er denkt, da muss man Passkontrolle hier machen. Hier muss man nämlich Autobahngebühr zahlen oder Karte ziehen. Wir sind jetzt in Kroatien. Ja. Es geht unglaublich schnell jetzt, ne? Oh. Ich habe alle Assetten an, die es gibt, ne? Also mein Dings-Display ist wie Kirmes gerade. Sieht. Alles an, was geht. Fernlichtassistent, Spurassistent, Totwinkelassistent. ACC, alles an. Ey, wir hätten hier tanken können. 1,45. Haben wir ja noch. Ach, wir haben noch. Ach, wir haben noch voll. Ja, wir können aber auftanken nachher irgendwann, wenn wir mal einen Stopp machen. Genau. So, jetzt Richtung Beograd. Jetzt Richtung Beograd. Beograd ist 4 Stunden, also 415 Kilometer. 414, ja. Hm? Ja, 14, 15. Also sieht eigentlich sehr gut aus. Ne? Wahnsinn, wie wir vorankommen. Ey, 2.37 Uhr, Aidosch. Ja, ich bin auf jeden Fall fit. Aidosch wird jetzt schlafen. Und dann schätze ich mal, dass Aidosch, wenn sie aufsteht, wird sie dann weiterfahren. Ey, 06, Ankara! Echt jetzt? Ja! Der war jetzt gerade aus Ankara? Der war ja aus Ankara, geil. Ist auch selten, dass man mal cool ein Auto mit türkischem Kennzeichen sieht, ne? Ankara, dann komme ich ja her. Aidosch, das ist Todesstern. Kroatien ist full. Serbien-Grenze ist full. Und die haben so eine App. Viele kennen das bestimmt hier, unsere Landsmänner. CB-Tor. Ja? Und da wurde halt gesagt, wir sollen jetzt irgendwie da rausfahren. Also sind wir jetzt rausgefahren, kurz vor der Grenze. Und fahren jetzt durch Landstraßen. Irgendwo hin. Keine Ahnung wohin. Irgendeine Grenze. Werden wir sehen, ob das jetzt was bringt oder nicht. Wir fahren jetzt hinter Mut her, der ist er auch. Und ich muss auch sagen, keiner ist eigentlich rausgefahren. Ne? Obwohl die Straßen voll waren, leider. Also keine Ahnung, wo wir sind. Einfach so Ortschaften. Sieht schön aus, das liebe ich voll, ey. So was.
Audi, nicht Audi, sondern Skoda. Auf jeden Fall, hier fahren viele Einheimische, also von Belgrad, also von Serbien, die fahren auch die Route. Also kennen die ja hier, ich sag mal, die Grenze und wissen halt, dass die andere Grenze immer voll ist, dank uns und die ganzen anderen Reisenden. Und deswegen nehmen die alle die Grenze höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall, hier zeigt er 2 Stunden an. Davor hat er immer permanent nur 3 Stunden angezeigt. Ja, bin mal jetzt gespannt, ob die Grenze jetzt leer ist oder ob die jetzt weniger voll ist. Keine Ahnung. Wir haben schon mittlerweile 1 Uhr morgens und sind irgendwo kurz vor der Grenze, glaube ich. Serbien, Kroatien, Serbien. So, da oben ist die Grenze. Hier, schwarzer Strich hier. Und angeblich nur 5 Minuten Wartezeit. Oder was steht da? So, 5 Minuten. Bin mal gespannt. Na, guck mal, wie die alle hier fahren. Ne? Ja, die überholen noch. Fährt doch langsam, was ist los? Ob jetzt 2 Autos Feuer da seid, was nutzt das? Alle Hobby-Krankenwagenfahrer. Wahrscheinlich. Vor allem, das sind so kleine Ortschaften, aber die jagen da alle durch, ne? So. Ja, ja. Oder weil es jetzt Nacht ist. Ja, das ist aber erst Kroatien. Das ist jetzt Kroatien, wir müssen Ausgang. Jetzt, genau, Ausgang Kroatien, aber es ist nichts. Ist okay. Jetzt werden wir gleich sehen, was Serbien macht. Wenn das andere viel länger zum Warten war, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ja, aber wir müssen das gleich schauen. Gut, dann gehen wir jetzt mal die Pisse ab. Und dann gucken wir weiter. Genau, aber es scheint, es okay, geht schnell sagen, voran. Ja. Ne? Sieht gut aus. Wir bewegen uns die ganze Zeit, das ist gut. Ja. Also wir haben jetzt 3 Spuren, wird gleich einspurig. Dann sind wir hier in der Grenze. Also sind noch ein paar. Also bis jetzt sieht es gut aus. Aber wir sind jetzt Kroatien raus, ne? Ja, wie heißt das nochmal hier? Erdosch? Wie? Tovarnik. Tovarnik. Also Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Richtung, also von Kroatien Richtung Serbien fährt, ist das eine Alternativroute zu Bajakovo. Oh, keine Ahnung, was ihr es gehört. 10 Minuten jetzt warten wir schon und wir sind schon vor der Grenze. Wahnsinn. Ja, also ich muss schon mal hier echt mal CB Talk echt mal loben. Auf jeden Fall, wer in die Türkei fährt oder auf jeden Fall CB Talk runterladen, installieren und ja, ist Wahnsinn. Also das hat uns heute auf jeden Fall von einer 3-Stunden-Warterei gerettet. Ja. Mhm. Weil das macht ja dann auch Spaß. Ne? Es ist nicht schön am Fleck irgendwie nicht weiterzukommen. Ja, heute definitiv sowieso nicht, weil wir ja sowieso es Deutschland, es war schlimm. Wir sind schon geschädigt heute, genau. Ja, genau. Wir hier gleich raus und dann müssen wir ein bisschen fahren noch und dann sind wir eigentlich auf der alten Route wieder. Genau, das dauert nicht lange. Ja. Wir haben tatsächlich 20 Minuten gebraucht.
warte. Also nicht eine Stunde. 20 Minuten. Ja. Sag halbe Stunde, komm. 10 Minuten checken. Genau. Aber ganz easy, ganz schnell, Wahnsinn. So, und jetzt fahren wir 13 Kilometer und dann kommen wir eigentlich auf diese Route wieder. Ne? Richtig. Kein Stehenbleiben, nichts, bis auf ein, zwei Ampeln, was wir haben. Wahnsinn, geil. Okay. CB Talk. Daumen, würdest du, wie viele Daumen gibst du? Ja, das muss die Community entscheiden. Ich gebe auch einen Daumen, aber die Community gibt auch einen Daumen. Ja, das ist ja, also, weißt du, was ich geil finde? Ja. Genau sowas, Alter. Das ist doch Abenteuer. Du fährst, man könnte jetzt, ich sag mal, 3 Stunden warten. Ja. Okay, ist jetzt auch nicht die Welt. Okay, 4 Stunden mittlerweile haben wir gesagt. Das wäre jetzt auch nicht die Welt. Okay. Aber sorry, sowas ist doch schön. Du fährst irgendwo rein. Er sagt, ey, fahr da lang, da fährst du hier irgendwo rein. Du siehst neue Landschaften. Du bist voll Abenteuer. Du weißt gar nicht, wo du hinfährst. Auf einmal ist eine Grenze vor dir und du brauchst echt nur 20 Minuten und dann bist du wieder raus. Das sind halt diese kleinen Grenzen. Und du fährst, du bleibst nicht stehen. Ja. So, das ist Abenteuer. Also ich sage mir mal ganz ehrlich, deswegen, hat sich das jetzt gelohnt? Ja, safe hat sich das gelohnt. So, mal ganz frei alles. Guck mal, hier, Landstraße. Ist Landstraße, aber man kommt voran. Genau. Die machen irgendwas mit einer SIM-Karte, weil Serbien gehört hier nicht zur EU, also können wir irgendwie die SIM-Karte nicht nutzen. Ich habe gesagt, lasst uns hier Roaming anmachen, aber Eidosch hat irgendwie so eine Karte gekauft, E-Karte, und Mutler hat auch so eine gekauft und jetzt versuchen die irgendwie die zu aktivieren. Keine Ahnung, wie kriegen das irgendwie nicht hin. Ja, ich bin mir jetzt gespannt, was Multi jetzt dazu sagt. Also er ist ja Hammer, Dings, CB-Talk oder so, wie man das nennt. Ist er ja voll fasziniert davon. Aber Leute, jetzt achtet mal, wir sind irgendwo in Serbien. Keine Ahnung wo. Guckt euch die Bäume an, sogar die Bäume sind sehr schön. Irgendwo hier so. Es ist so schön, ne? Ich find's geil. Ach ja, dass es nicht tags ist. Ja, sollen wir gleich irgendwo eine Tankstelle mal einen schönen Kaffee trinken? Lass uns mal jetzt mal bis E70 fahren, dass wir wieder auf der grundsätzlichen Straße sind. Ja, 13 dann, Kilometer habe ich ja gesehen gehabt. Genau, ne? Jetzt bis also erstmal hier Schitt durch und danach bis E70 Ausfahrt, Belgrad. Mhm. Und dann können wir Tankstelle raus und eine Datenkarte kaufen. Ach so, genau, wir müssen sowieso eine Karte kaufen. Muss man nicht, eSIM wäre jetzt ohne Karte gewesen, aber das aktiviert sich. Nein, hier, genau, das müssen wir auch noch kaufen. Was für Karte? Hier, Mautgebühr. Ach so, ja, das müssen wir sowieso, ja. Genau, das müssen wir ja auch machen. Ja gut, machen wir. Was? Ich bezahle jetzt einfach, das habe ich jetzt auch. Also, ja, dann bezahlen wir auch. Dann sind ja nur schnell gezahlt. Ja, okay, dann machen wir das. Ja gut, dann fahren wir mal. Auto geht's gut. Keine Probleme bis jetzt. Toi, toi, toi. Nach links abbiegen, um auf Route 120 zu bleiben. Oh, da ist ganz solche Kirchen hier, ne? Mhm. Finde ich voll schön. Ja, auch schon beleuchtet oder so. Geil. So, ich habe meinen serbischen Kaffee. Ey, Kroatien haben wir Kaffee getrunken? Ja. Echt? Ja, ich habe dir vorhin beim letzten Jahr eins geholt. Nein, Slowenien hast du mir eins geholt. War das Slowenien? Ja, Kroatien sind wir gar nicht stehen geblieben. Ehrlich? Ja, oh, gut, die ist schon. Servus, guten Tag, hallo. Ja, Hallöchen. Hallo. Wir kaufen nichts. Alles klar. Alles klar bei dir? Ja. Bist du frisch? Das ist extra für dich. Schick gemacht. Es ist kalt. Was? Doch. Aber wie? Ey, fahren wir jetzt los? Ja, oder? Ey, der ist verrückt, ey. Der ist top fit. Müde. Wie viele Red Bull hast du getrunken? Also nicht. Also. Nein, Mann. Guck mal, der trinkt nonstop noch Red Bull, glaube ich. Jetzt trinke ich erstmal ein Käffchen. Ach so, diese kalten Kaffees. Ja, okay, Kaffees. Dann rauchen wir und dann können wir wieder abfliegen. Wir reden gerade über mich. Ja. Mutter 76 hat vorhin durchgegeben, dass sie 39 Minuten bei Torwart gebraucht haben. Ja? Ja. Torwart, ja, das ist richtig jetzt? So. Boah, jetzt drehen bestimmt viele da um, weißt du? Ja, ach, gibt's bald sogar auf YouTube. Ja, also echt Wahnsinn, wir sind super durchgekommen, ja, ne? Ja. Wie ist denn deine Lage? Meine Lage ist, ich bin müde, ich habe Schmerzen. Okay, dann ruhe ich mich noch mal ein bisschen, ein paar Minuten aus und dann, ich bin fit eigentlich. Jetzt Kaffee getrunken, dann fahre ich immer hinter den Verrückten her.
weil der wird nicht müde. Schneidet der Dönerfleisch schweißfrei. Das ist der Gerät. Das meinst du? Ja. Gerät ist vor dem Chef im Geschäft. So ist es. So, Leute. Ich schaff's doch nicht. Alter, fährt jetzt. Ich bin echt kaputt. Hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt den Kaffee nicht getrunken. Ja, Irish fährt, die ist topfit, trinkt noch einen Red Bull. Und ja, was soll ich sagen, genießt noch ein bisschen die Fahrt hier. Schon geschlafen. Es hat so gut getan. Die Sonne ist auch schon aufgegangen. Ja. Wir haben 6 Uhr, 23 Stunden sind wir unterwegs. 1700, 1800 Kilometer schon. Wie viel gesamt kann ich dir jetzt nicht genau sagen? 1700 ungefähr. Überall voll. Unglaublich. Alle Parkplätze, alle Tankstellen sind voll. Und wie bist du vorangekommen? Eidosch, sorry. Gut, aber irgendwie bin ich jetzt so müde gewesen auch. Irgendwann habe ich gesagt, komm, Multi-Park irgendwo. Aber wir mussten 2 weitere Tankstellen fahren, weil wir 0 Parkplätze sind. Die Tankstellen sind so voll. Ich glaube, alle, die nachts durchgefahren sind oder gedacht haben, ich fahre durch, waren so müde und haben angehalten wahrscheinlich. Wahnsinn, Wahnsinn. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter. Wir sind jetzt kurz vor die Grenze. Mazedonien, also Serbien, Mazedonien. Kommt ja nach nicht, ne? Genau, schön. Also fahren wir jetzt durch. Genau. Gut, ich bin fit und jetzt warm, komm. Alles klar. Wir sind kurz vor Mazedonien. Multi, bist du da fit? Wahnsinnskerl hier. Ist schon wieder am Essen hier. Ach, also ehrlich. Eidos hat sehr viel gefahren. Jetzt bin ich wieder fast 2 Stunden gefahren. Aber ich bin irgendwie müde, irgendwie kaputt. V-Petrol. V-Hotel, nicht schlecht, ganz schön groß hier. Hier, die Diffuser ist abgegangen bei mir. Irgendwas war da. Keine Ahnung, wenn ich Eidosch den Wagen gebe, dann passiert immer irgendwas. Wischwasser muss ich jetzt auffüllen, kaufe gleich was. Habe ich echt vergessen mitzunehmen, ne? Wischwasser. Vergesse ich auch immer wieder. Wo hast du die geholt, ey? Wir sind an der Grenze Serbien-Mazedonien. Warum fahren die jetzt alle hier vorbei? Sind die bescheuert oder was? Wir sind jetzt an der makedonischen Grenze. Nee, warte, Mazedonien. Genau. Und wir warten seit einer halben Stunde und es ist echt alles voll. Vorne, hinten. Wir sind jetzt echt gut vorangekommen, muss man ja auch dazu sagen, einigermaßen. Aber wir warten schon seit einer halben Stunde und da vorne wird es doch bestimmt 20 Minuten länger gehen. Denke ich mal. Da ist es jetzt gut gelaufen, links. Ich hoffe mal, dass wir schnell durchkommen hier. Mazedonien sind wir auch durch. Und wir haben noch 3,5 Stunden zum Ziel. Und sind gefahren, 2016 Kilometer. Toi, 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 ohne Probleme. Bis auf meinen Diffuser. Dein was? Diffuser. Was hat er denn? Der war ab. Du bist ja gefahren, ich war am Schlafen. Ich weiß ja nicht, du bist rückwärts wie gefahren. Wie, der ist ab? Der war. Den muss ich dran machen lassen, der Typ. Hält der jetzt so? Der hält, aber warum ist abgegangen? Ich lasse den mal kleben. Das ist ja kein Problem. Auf jeden Fall, wir sind super durchgekommen in Mazedonien. Wir sind, glaube ich, genau zum Schichtwechsel gekommen. Alter. Das kann sein, ich weiß es nicht. Weil normalerweise in Mazedonien warten wir gar nicht so lange. Nee, das ging eigentlich bisher da immer ziemlich fix, ne? Ja. Also ich bin jetzt echt fit. 21 Grad.
9 Uhr morgens, aber gefühlte, ja, sag mal 25 Grad bekommen. Ja, die Hitze, die merkt man jetzt schon morgens. Ja. Heftig. Und das Geile ist, Mazedonien ist so geil, Leute. So schön. Was sagst du über alle Länder? Ja, weil ich alle liebe. Du liebst alles. Ich liebe alle Länder, alle Menschen, alle Kulturen. Ja, ist so. Das war richtig so. Muss es auch sein. Urlaubsfeeling, Sommerfeeling kommt jetzt so langsam. In Mazedonien sollte man echt aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt, weil sonst hier stehen sehr oft Polizisten. Jo. Ja, dann gibt es natürlich Geldstrafe. Überall eigentlich. So ist es. Ich weiß noch, das erste Mal, als wir hier gefahren sind, wussten wir nicht genau. Ja, ja. Wo ist die Gegenspur? Ist das jetzt nur so eine Spur hin, eine Spur zurück? Ja. Ne? Dann haben wir irgendwann ja festgestellt, dass die ja oben rum verläuft, irgendwie die andere Strecke. Aber Mazedonien muss man auch bei manchen Stellen aufpassen, also es sind richtig schlechte Straßen. Also nur also kleine Stellen. Ein paar. Ja, ich finde das so schön. Ne? Wer fährt denn von meiner Community, wer fährt denn alles in den Urlaub? Oder war schon in den Urlaub? Mhm. Und wohin geht's? Ja, würde mich mal interessieren. Und wie die fahren, ne? Das würde mich auch interessieren. Welche Routen sie bevorzugen. Ja, also für die Leute, die halt in den Urlaub fahren. Mhm. Muss jetzt nur nicht jetzt die türkischen sein, es kann auch griechische, mazedonische, egal. Das finde ich so schön. Ja, lass mal. Oh, mein Arm. Euro 50 für die Strecke, liebend gerne, du. 1,50 Euro, ja. Was wir jetzt gerade gefahren sind. Ja. Mhm. War doch Traum. Mazedonien, Grenze, Griechenland, und es läuft auf jeden Fall, ist auch nicht viel. Ja. Also Mazedonien, ade. Eilig hat wieder gefahren. Irgendwie, ich bin voll platt. Hier hat man ein riesen Schlagloch gehabt, ne? Wo wir hinten, war das seit nein Richtung oder als zurück? Nein, nach vorne. Ach, bei Griechenland. Richtung Griechenland. Ja, ja, das weiß ich noch mit dem Audi. Genau, A6, genau. Ne? Deswegen aufpassen gleich. Ja. Also hier irgendwo war dieser verdammte Schlagloch. Ah, da, da, da. Guck dir das an. Hier, ey, wo, ey, da, ja. Guck dir das an. Also, dass die das nicht reparieren. Ach, da, auch. Also irgendein. Sucht ihr euch aus. Tausend Stück. Da auch. Ja, ist egal. Einfach mal lernen. Ey, ist ja super hier. Ja, ist ja eigentlich immer so. So wie wir es kennen. So, genau. So leer ist Griechenland, Leute. Soll ich da hinter dem, oder?
Ja, ja, vorne links. Genau. 4 Stellen sogar frei. Geil. Willkommen in Griechenland. Yay. Wir sind gefahren 2200 Kilometer. Also ich glaube, diesmal wirst du nicht sagen, ich habe dich nicht unterstützt, oder? Nee, Quatsch. Ich habe mein Bestes echt gut gefahren, aber ich muss auch sagen, ich war einfach nur noch kaputt. Ja, du hast das letzten 6-7 Stunden ging gar nichts mehr bei mir. Also ich habe da immer eine Stunde gefahren und dann war ich immer kaputt. Ach, wir sind durch. Jetzt warten wir nur noch auf Multi. Und dann genießen wir Griechenland. Das Ding hat ausgehalten hier. Dieses Jahr werden wir so machen, dass wir ein paar Tage in Griechenland bleiben. Wo genau, weiß ich selber noch nicht. Also ich weiß es echt nicht. Aidonista. 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 Aidonista oder Aidonista. Das gefällt mir. Ich bin zwar kein Grieche, aber ich fühle mich hier heimisch. Ne? Ja. Multi, dein Auto qualmt ganz wenig. Soll er qualmen, nächstes Jahr gibt's einen neuen. Das sind die Leasingfahrer, weißt du? Ja, so egal. Den geht's voll im Arsch, weißt du? Deine Abdeckung ist mir egal. Dein Auto qualmt ist mir egal. Diese Leasingfahrer, kauft keine Leasingrückstände, Leute. Wir sind in Astro Walter. Wie war das nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind in Griechenland. Wagen hat super gehalten. Unser 400.000 Audi. Sorry, bei den Aufnahmen ist mir ein Fehler unterlaufen. Anfangssequenz, wo wir eingestiegen sind und ein bisschen über das Auto geredet haben, ist komplett weg. Also, ne, sorry dafür, dass das Video sofort abrupt irgendwie auf der Autobahn schon anfängt. Deswegen nimmt es mir bitte nicht übel, das habe ich irgendwie aus Versehen gelöscht. So, jetzt muss ich erstmal mein Audi wieder loben hier. Echt super gehalten, keine Probleme gehabt. Bis auf den Diffuser hinten. Ich weiß nicht, was passiert ist. Dieser Diffuser hier hinten, der ist locker geworden. Der war hier komplett ab. Das muss ich mir anschauen. Dass wir jetzt 1-2 Tage immer in Griechenland bleiben. Und jetzt sind wir 4 Tage in Griechenland. Und nächstes Mal werden wir bestimmt eine Woche bleiben und dann... Irgendwann werden wir nur noch hier Urlaub machen, glaube ich. Ich werde euch auf jeden Fall im Laufenden halten und dann euch mal Bescheid geben, wie ich Griechenland, also hier, also Griechenland finde ich sowieso schön, aber hier die Umgebung, wie ich die finde, ob man hier gut essen gehen kann. Strand, Meer, ich glaube, da braucht man nichts sagen, das wird bestimmt wunderschön sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Und wer nicht abonniert hat, kann natürlich abonnieren. So Leute, ich will jetzt mich umziehen und direkt da lang, da war das Meer. Und ich werde da sofort reinspringen, ehrlich. Es kann schon sein, dass ich morgen schon Sonnenbrand habe. So schnell geht das bei mir. So, wir sehen uns. Bis dann, haut rein.